Willkommen zur Dr. Kultwell Meinung. Mein Name ist Dr. Leonhard Kultwell. Ich bin besser bekannt als Dr. C. Das Hauptproblem, das wir heute haben, ist, dass zu viele Menschen an die Medizin, Big Pharma oder ihren Arzt glauben. Erst einmal, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie Ihren Arzt mögen oder Patienten, die Ihren Arzt mögen, die sterben eher. Es ist ein psychologisches Problem. Wenn der Arzt sagt, Sie haben 6 Monate zu leben, dann wollen Sie natürlich als Patient den Arzt, den Sie mögen, nicht lügen strafen. Und dann sterben diese Patienten in der Regel innerhalb dieser vorgegebenen Zeit, die der Arzt den Patienten gegeben hat. Das ist also sehr, sehr gefährlich. Zum anderen können Sie ohnehin keinem Arzt vertrauen, weil die Ärzte keine Lösungen haben, schon gar nicht für Krebspatienten. Und weil Sie keine Ausbildung haben in Heilung oder Prävention. Die Früherkennungstechniken sind alle nur Betrug und sind immer nur Kundenbeschaffungsmaßnahmen, weil es gibt nur Mammographie und Darmspiegelung, um neue Kunden zu kreieren. Und die sind unter anderem die Hauptursache für das Entstehen von Brustkrebs oder Tod durch Kolonoskopie, also eine Darmspiegelung, weil sehr, sehr häufig, hauptsächlich bei älteren Menschen, Löcher in den Darm gestoßen werden und dann die Bakterien in den Körper gehen und den Patienten umbringen. Deswegen sehen Sie sehr, sehr häufig Patienten, die komplett gesund sind, in einem reifen Alter, die auf einmal aus heiterem Himmel sterben. Und wenn Sie sich dann fragen oder erkundigen, was passiert ist, dann hatten die in der Regel vorher eine Kolonoskopie, also eine Darmspiegelung. Und dann ist natürlich der Darm durchgestoßen worden und die Personen haben die entsprechenden Probleme durch die Bakterien, die durch die Darmwände in den Körper gehen und dann dementsprechend den Menschen umbringen. Eine Mammographie zum Beispiel, 50 Pfund Druck auf den Bereich des weiblichen Körpers mit den meisten Drüsen, mit den meisten Lymphknoten, kombiniert mit Bestrahlung, radioaktiver Bestrahlung, ist eine der wesentlichen Ursachen für Brustkrebs. Selbst die Schulmedizin gibt zu, dass es eine zweiprozentige Erhöhung des Risikos für Brustkrebs durch jede Mammographie gibt. Meiner Ansicht nach ist das viel, viel höher. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass ein Lymphknoten, der wirklich richtig arbeitet, ist, also die Lymphknoten im Prinzip verarbeiten unsere Gifte und wenn es zu viel ist, dann entzünden die sich. Und das kann dann innen drin aussehen wie ein Pickel zum Beispiel, der wirklich reif ist, ausgedrückt zu werden. Und wenn dann 50 Pfund Druck auf die weibliche Brust stattfinden, dann kann es den Lymphknoten zerstören und das ist dann Krebs oder dadurch entsteht Krebs oder kann Krebs entstehen. Auf der anderen Seite radioaktive Bestrahlung kann niemals gut sein. Jede Röntgenaufnahme wird ihr Krebsrisiko erhöhen. Es ist sogar davon auszugehen, dass wenn Sie CT-Scans haben, dass zwei CD-Scans garantiert zu Krebsentwicklung führen und Computertomografien 4 von denen garantiert zu Krebs führen, zu Krebssymptomen. Sie müssen davon ausgehen, dass die Schulmedizin gar keine Wissenschaft ist, sondern eine Religion. Die haben keine Ahnung von dem, was sie eigentlich tun und machen in Bezug auf Heilung oder Prävention, weil sie auch keine Ausbildung dafür bekommen haben. Die gesamte medizinische Ausbildung basiert auf Rockefeller, Morgan und Andrew Carnegie. Also John D. Rockefeller, hauptsächlich Carnegie, haben durch ihre Foundations, durch ihre Stiftungen den gesamten medizinischen Ausbildungsapparat geschaffen. Anfang des 19. Jahrhunderts sind Morgan, Carnegie und Rockefeller zusammengekommen und haben gesagt, wir müssen einen Weg finden, ein Monopol zu entwickeln für das Verkaufen unserer Chemikalien, die wir entwickeln und haben den Verkäufer geschaffen, im Englischen heißt es MD, Medical Doctor, im Deutschen heißt es Dr. Med, was nichts weiter bedeutet, als ein Verkäufer der pharmazeutischen Industrie zu sein. Es begann also alles damit, dass Rockefeller und Carnegie alles, was sie patentieren konnten, chemisch erstellt haben und alles, was nicht patentierbar war, bekämpft und zerstört haben. Also alle natürlichen Kuren, Heilungen, Heilungselemente aus der Natur, die nicht patentierbar sind, somit denen keine Milliarden bringen konnten, wurden bekämpft und zerstört bis zum heutigen Tage. Zum Beispiel Heiler wie Hoxie, Harry Hoxie oder
Gersen, Dr. Gersen und andere in diesem Bereich, Dr. Raul Reif, all diese Leute, die nachweislich Krebs geheilt haben oder Krebssymptome geheilt haben, sind von der AME, also der amerikanischen medizinischen Gesellschaft, zerstört worden, ruiniert worden, wissentlich, dass deren Techniken Krebs heilen oder Krebspatienten heilen konnten. Nun muss man sich fragen, wer hat die Ausbildung für den Arzt geschaffen? Ganz einfach. Rothschild, Rockefeller und Morgan. Die haben sich ein Team erstellen lassen oder eingestellt, das dann damit angefangen hat, das Curriculum, also den Lehrstoff für die medizinische Ausbildung zu kreieren. Interessanterweise gab es natürlich nur deren Chemikalien, die Rockefeller, Rothschild, Morgan produziert haben, die als Drogen für Heilung eingesetzt werden durften. Später haben die natürlich auch Gesetze gemacht, dass nur eine Droge, eine chemikalische Droge, die patentiert ist, präventieren, heilen, diagnostizieren oder behandeln kann und darf. Und das ist natürlich etwas, was unglaublich traurig ist, und damit begann der Verfall der Heilungsmöglichkeiten durch natürliche Heilungsmethoden. Da waren 22 riesige Schulen für Homöopathie und natürliche Heilungsmethoden in den USA. Anfang des 19. Jahrhunderts, 1927, gab es nur noch eine, und die wurde dann auch zerstört. Was die Andrew Carnegie und die John D. Rockefeller Stiftungen gemacht haben, die haben hunderte von Millionen an Universitäten gegeben, die sich bereit erklärt haben, nur chemische Medizin, pharmazeutische Medizin zu lehren und alles andere zu bekämpfen und zu ignorieren. Das wurde dann ganz intensiv und ganz deutlich gemacht, sodass es keine Möglichkeit gab, meine sehr verehrten Damen und Herren, für natürliche Heilungsmethoden, die teilweise Tausende von Jahren alt waren, überhaupt angewendet werden zu dürfen. Weil Rockefeller und Carnegie haben durch die AME, durch die amerikanische medizinische Association, und durch die FDA, das also Food and Drug Administration, also das Gesundheitsministerium im Prinzip, dafür gesorgt, dass natürliche Heilungsmethoden nicht angewandt werden durften und dass patentierte Chemie das Einzige war, was man benutzen durfte. Natürlich können Sie sich vorstellen, dass etwas, das chemisch ist, das künstlich geschaffen wurde, ist gar nicht in der Lage, auch nur potenziell, in einem Körper natürlich heilen, enthalten zu können. Das geht gar nicht. Nun sehen wir immer wieder, dass alle möglichen Medikamente, die auf den Markt kommen, nach 10 Jahren große Klagen haben, Gerichtsprozesse, und dann auf einmal heißt es dann, also wenn Sie das und das Medikament genommen haben, dann stehen jetzt mittlerweile große Summen bereit, um eben dafür zu sorgen, dass der Ausgleich geschaffen wird für den Schaden, den die Medikamente angerichtet haben. Wir müssen alle davon ausgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die ganze Schulmedizin oder Lehrmedizin oder anerkannte Medizin auf Betrug basiert. Der Betrug wurde kreiert von Carnegie und Rockefeller und dann später von Morris Fishbein, dem Vorstehenden oder Vorsitzenden, dem CEO, dem Präsidenten der amerikanischen medizinischen Gesellschaft, durchgedrückt wurde. Fishbein war der größte Kriminelle, der jemals existiert hat, und der persönlich dafür gesorgt hat, dass Harry Hoxie sein Tonic, mit dem er Tausende von Patienten, Krebspatienten geheilt hat, SCAT von der Krankenschwester aus Kanada, nicht benutzt werden durfte, obwohl sie Tausende von, Zehntausende von Patienten geheilt hat mit Tee. Oder Dr. Roy Reif mit der Reifmaschine, der in Sekunden Krebssymptome geheilt hat, auch Tumore zerstört hat und so weiter mit seiner Frequenztherapie. All diese Leute haben Krebs und Krebspatienten geheilt, ohne Nebenwirkungen. Nicht eines dieser Methoden hatte jemals Nebenwirkungen. Damit man die alle lächerlich machen konnte, wurde natürlich dann in den Universitäten entsprechend darüber gelacht, wenn man über natürliche Heilungsmethoden gesprochen hat. Es wurde nur gelehrt, Chemotherapie, das basiert auf Senfgas. Senfgas nach der Genfer Konvention ist verboten als ein Kriegsmittel. Und Bestrahlung, Verbrennung, also radioaktive Verstrahlung erzeugt Krebs, Chemotherapie erzeugt Krebs.
und basiert eben auf Senfgas, der Idee von Senfgas. Und natürlich Operationen, die normalerweise dann den Krebs im ganzen Körper ausweiten und den Menschen noch weiter schädigen, der ohnehin schon energetisch so geschädigt ist, dass er Krebs hat und im Prinzip im Sterben liegt. Und wenn Sie sich jetzt das logisch einmal durchdenken, dass man einen Menschen, der aufgrund von chronischem Energiemangel Krebs erzeugt hat, nun auch noch mit einer Narkose schädigt. Narkose bedeutet, sie quasi umzubringen und kurz bevor sie sterben, wieder zurückzuholen. Und sie befinden sich also in diesem konstanten Zustand zwischen Tod und Leben. Das ist im Prinzip, was eine Narkose ist. Dann wird der Körper massiv geschädigt durch die Operation, aufgeschnitten, zerstückelt und in den ganzen Narben wachsen dann im Prinzip sekundäre Krebse oder Krebsgeschwüre, Krebstumore. Und danach bekommen sie dann noch die ganzen Schmerzmittel und der Körper muss dann über die Operationsfolgen hinwegkommen, physisches Trauma und so weiter. Wie absurd das überhaupt alles ist. Dann muss man natürlich nächsten Tag gleich mit Chemotherapie, also mit Senfgas, im weitesten Sinne des Wortes behandelt werden, sodass man sicherstellt, dass der Krebs sich nicht ausbreiten kann. Dann, wenn er sich ausgebreitet hat, muss er natürlich mit radioaktiver Bestrahlung versorgt werden. Operationen bringen Menschen um durch Energiemangel und verbreiten in der Regel das Krebswachstum durch den ganzen Körper. Chemotherapie erzeugt Krebs, das ist nachgewiesen, steht auch auf dem Beipackzettel. Und Bestrahlung natürlich, radioaktive Bestrahlung erzeugt auch Krebs. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass die Ärzte nur darin trainiert wurden. Die Ärzte wissen es gar nicht besser. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob es gute oder schlechte Menschen sind, gute oder schlechte Ärzte. Also zum Beispiel ein Pilot im Flugzeug kann nichts dafür, wenn er entführt wird und mit Waffengewalt gezwungen wird, irgendwo anders hinzufliegen, als er eigentlich wollte. So ist das im Prinzip passiert mit der Schulmedizin. Das bedeutet, der Arzt hat eine bestimmte Ausbildung und wenn er sich nicht daran hält, weiß Rothschild, Rockefeller, Carnegie und so weiter, die ganzen Vertreter, BASF, Bayer Höchst, denen vorgeben, dann zieht man denen die Lizenz oder die Krankenkassenzulassung oder in Amerika, die kommen sogar ins Gefängnis. Es ist ein zugelassener medizinischer Arzt, ist dafür ins Gefängnis gekommen, dass er Krebspatienten mit Leatril, Vitamin B17, also Aprikosenkern, geheilt hat. Und er ist immer noch im Gefängnis, also Lizenz entzogen. Ein zugelassener Arzt, der Patienten geheilt hat mit natürlichen Methoden, ist dafür ins Gefängnis gekommen. Nicht das Benutzen von nicht autorisierten medizinischen, therapeutischen Maßnahmen ist dann die Grundursache. Dasselbe hat man mit mir auch gemacht. Heilen von Krebspatienten mit nicht zugelassenen Methoden. Dafür hat man mich konstant belästigt, belastet, beschuldigt, versucht einzusperren und. Gott sei Dank hat das nicht geklappt, weil keiner meiner Patienten jemals bereit war, gegen mich auszusagen. Und ich hatte über 66.000 persönliche Patienten. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir von verschiedenen Heilungsmethoden über Hunderte von Jahren wissen oder Tausende von Jahren in manchen Fällen. Zum Beispiel, wenn Sie Dandelion, also Löwenzahnwurzeln, trocknen, die zum Tee machen, heilt das Krebstumore. Es gibt genügend Möglichkeiten, Krebs zu heilen oder Krebssymptome, Krebstumore, Krebswachstum zu beenden und zu beseitigen. Wie gesagt, ich kenne über 400. Und wenn Sie irgendwann mal bei uns Mitglied werden, bei der IBMS Master Society, ibmsms.de, dann können Sie auf unserer Mitgliedswebseite diese 400 und mehr natürlichen Krebssymptom-Heilungsmethoden nachlesen. Auch 12 Gramm Vitamin C oder 100 cc Vitamin C intravenös, also in die Vene, beseitigt im Prinzip jeden Tumor in meiner Erfahrung in 21 bis 28 Tagen. Und jeder Krebs im Übrigen ist heilbar innerhalb von Tagen oder Wochen. Und es gibt auch Spontanheilungen, wie ich sie sehr oft beobachten konnte oder auch produziert habe oder zumindest eingeleitet habe. Lassen Sie sich also nicht weismachen, dass die Schulmedizin in irgendeiner Form heilen kann oder auch nur Interesse daran hat, sie zu heilen, weil dann haben die kein Geld mehr. Das ist deren Einkommensquelle.
Und wenn es keine Krebspatienten gibt, dann gibt es die 300 Milliarden Dollar Krebsindustrie nicht mehr. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist etwas, wo Sie wirklich drüber nachdenken müssen. Welches Interesse hat denn Ihr Arzt, dass Sie gesund sind und gesund bleiben, sodass Sie nie wiederkommen? Ein Arzt hat in der Regel 300 Patienten. Wenn die alle gesund sind, ist er pleite. Dann die ganzen 10 Jahre in Ausbildung und das unglaubliche Geld, das die Ausbildung gekostet hat, die ganzen teuren Apparate und die Mitarbeiter in einer Arztpraxis, das muss doch alles bezahlt werden. Also glauben Sie nicht, dass Ihr Arzt Mittel und Wege hat, Sie zu heilen, weil er die gar nicht hat. Ausbildungstechnisch ist er gehirngewaschen worden von der pharmazeutischen Industrie, die natürlich dann mit hauptsächlich tollen Frauen in kurzen Röcken und hochhackigen Schuhen als Pharmareferenten auftreten und dann die Ärzte ausbilden. Wo bekommt der Arzt die Ausbildung her? Von der pharmazeutischen Industrie. Von denen, die die Chemikalien, die patentierten Chemikalien verkaufen wollen, die im Prinzip durch den Arzt verkauft werden oder eben auch durch den Pharmareferenten dem Arzt aufgeschwatzt werden. Es gibt keine Chemikalie, die keine negativen Nebenwirkungen hat. Wenn Sie sich den Beipackzettel angucken für Chemotherapie, Blindheit, Tod, das steht da sogar drauf. Und wie kann es denn sein, dass Chemotherapie die Fingernägel rausfallen lässt, die Zähne raus verfaulen lässt, die Haare verschwinden, die Leute blind werden, taub werden, neue Krebse, sekundäre Krebse bekommen durch Chemotherapie? Wie kann denn das gut sein in irgendeiner Form, wenn der Körper ohnehin schon vorgeschädigt ist? Wie kann denn das überhaupt heilen? Nach einer einzigen Chemotherapie können Sie kein Blutspender mehr sein oder Organspender mehr sein. Nach einer einzigen Chemotherapie. Nach zweien sind Sie garantiert zeugungsunfähig. Ist die Therapie eventuell schlimmer als die Krankheit? 27% aller Personen mit Krebs, in meiner persönlichen Erfahrung, die gar nichts machen, werden wieder gesund. Nur 2,1% aller Leute, die in die Finger der medizinischen Behandlung fallen, nur 2,1% überleben die ersten 5 Jahre. Und die meisten leben nicht mal diese 5 Jahre, weil nach Chemobestrahlung und Operation ist die Lebensqualität so gut wie weg. Diese Menschen vegetieren, die haben Schmerzen, die haben keine Hoffnung mehr. Und wenn man sich vorstellt, warum ich so ärgerlich bin und warum ich ein Problem habe mit der Schulmedizin, dann ganz einfach deshalb, weil alle meine Verwandten, alle 7 Geschwister meiner Mutter, alle 4 meiner Großeltern, mein Vater, mein Stiefvater sind an Krebs gestorben. Und die sind in Wirklichkeit nicht an Krebs gestorben, sondern an der Behandlung gestorben. Heutzutage stirbt keiner mehr an Krebs. Die sterben alle an der Behandlungsmethode der Schulmedizin, meine lieben Freunde. Und das müssen Sie wirklich sehen, verstehen und akzeptieren. 27% aller Leute, die gar nichts tun, werden wieder gesund. Ich habe eine nachgewiesene und bestätigte Krebspatientenheilungsrate von 92,3%. So, auf wen wollen Sie hören? Den Ärzten, die manipuliert sind und gehirngewaschen von der pharmazeutischen Industrie, die sie zu deren Verkäufern gemacht hat? Oder jemanden, der wirklich Resultate produziert und diese beweisen kann? Das ist auf meinen Webseiten Dr. Coldwell, TV, drctv.net sind Videos von Patienten von mir, die, mit denen ich vor 30, 35 Jahren gearbeitet habe, die nur noch Wochen oder Tage zu leben hatten, die sogenannte unheilbare Krankheiten hatten und die mit mir auf der Bühne sind in diesem Jahr oder im letzten Jahr und 30 Jahre später darüber berichten, dass sie nur noch Wochen oder Monate zu leben hatten oder dass sie eine unheilbare Krankheit hatten von Muskulardystrophie oder MS, Parkinsons, Alzheimer. Also jede Autoimmunerkrankung ist ganz einfach mit IBMS zu beseitigen. Nur wenn der Körper so vorgeschädigt ist, und deswegen arbeiten wir in der Regel nicht mehr mit vorgeschädigten Patienten durch die Medizin. Chemo, Bestrahlung, Operationen zerstören den Menschen und die Möglichkeit, jemals wieder perfekt gesund zu sein. Das ist komplett zerstört. Die Lebensqualität ist komplett zerstört. Ich persönlich arbeite mit niemandem mehr, der
Chemotherapie, Bestrahlung oder Operationen hatte, weil der Schaden ist zu hoch. Und ich habe eine fast 100%ige Heilungsrate mit Patienten, die keine Vorbehandlung hatten. Und das ist kein verbotenes Heilungsversprechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind Fakten, die ich nachweisen kann. Ich spreche über Fakten. Ich sage fast 100%, damit Sie nicht sagen können, ich habe ein verbotenes Heilungsversprechen gemacht. Ja, ich weiß das, kenne das alles. Ich zahle 700.000 im Jahr für Anwaltskosten. Und was man versucht hat, mit mir zu machen, 4 Mordversuche, 3-mal ist auf mich geschossen worden, eine Autobombe, die ich durch Zufall überlebt habe, tägliche Morddrohungen und wie gesagt 700.000 Anwaltskosten im Jahr. Meine lieben Freunde, ich bin der Einzige, der Krebspatienten wirklich heilen kann, weil Krebsheilung holistisch ist und den ganzen Körper, den Geist mit einbeziehen muss. Krebs selbst ist eine Erkrankung des mentalen, emotionalen Haushaltes, spirituell. Viele Krebserkrankungen werden erzeugt durch Religion, durch organisierte Religion, wie zum Beispiel die Schuldgefühle, die durch die katholische Kirche den Menschen aufoktroyiert werden. Ganz, ganz viele sterben an Schuldgefühlen, an den Folgen von Schuldgefühlen. Und deswegen bin ich glaube an Gott und ich weiß, er ist ein Gott, aber ich glaube nicht an eine organisierte Religion, weil die nur dazu geschaffen wurde, Menschen zu kontrollieren und sie auszunehmen. Das ist wirklich alles, denn es basiert auf den Raubrittern, die nach England gegangen sind im 7. Jahrhundert oder später. Piraten, die keine Piraten mehr sein wollten, die viel Geld hatten, sind zum König oder Königin gegangen, haben gesagt, ich gebe dir Geld, mach mich zum Bischof, gib mir ein Bistum. Und dann kann ich hier legal Geld stehlen durch Kirchensteuern. Und darauf ist die Kirche aufgebaut. Also ihr müsst schon aufwachen, meine lieben Freunde. Weil je mehr ihr an diesen Unsinn glaubt, an Doktrinen und Vorgaben oder daran glaubt, dass andere Menschen euch sagen können oder das Recht haben, euch zu sagen, wie ihr leben sollt und dürft, werdet ihr immer krank werden durch und verursacht durch andere Menschen oder Institutionen. Der Arzt hat also keine Ausbildung. Die haben höchstens eine Ausbildung von einer Stunde, wie ich immer wieder höre, im ganzen medizinischen Ausbildungsbereich über Nutrition, über Diäten, über Ernährung. Die wissen also überhaupt nichts über Prävention und frühe Erkennungsmaßnahmen, wie gesagt, sind nur Kundenbeschaffungsmaßnahmen, also Kolonoskopien und Mammografien und so weiter sind nur Kundenbeschaffungsmaßnahmen, nichts weiter. Es ist nicht ein einziger Mensch jemals vom Krebs geheilt worden oder Krebs verhindert worden durch diese Früherkennungstechniken. Und sie haben auch keine größere Chance, länger zu leben oder geheilt zu werden, wenn der Krebs schneller oder früher erkannt wurde. Weil das Hauptproblem ist, dass sie nur schneller behandelt werden, früher behandelt werden und somit früher sterben und leiden. Brustkrebs zum Beispiel braucht 7 bis 12 Jahre, um zu einer Größe zu wachsen, Kopf einer Nadel, um überhaupt diagnostiziert und erkannt zu werden, gefunden zu werden. Und nachdem das 7 bis 12 Jahre braucht zu wachsen, wollen die sie nun mit Angst und Druck hineinarbeiten und zwingen, sich sofort operieren zu lassen, sofort Chemo zu machen am nächsten Montagmorgen und dann noch Bestrahlung, um sicher zu sein und. Nein, nein, die bringen sie nur um damit. Heilen können sie damit nicht. Nicht einmal theoretisch ist eine Heilung durch Chemobestrahlung oder durch Operationen möglich, nicht mal theoretisch. Und ich werde das in einer anderen Ausgabe genau erklären, aber wenn Sie mein Buch lesen, die einzige Antwort auf die einzige Krebsheilung, die wirklich funktioniert oder wirkt, wir haben den genauen Titel in Deutsch noch nicht genau festgelegt, aber auch mein Buch The Only Answer to Cancer, also die einzige Antwort auf Krebs, meistverkaufte Buch für Krebspatienten aller Zeiten, beschreibt ganz genau, dass die Schulmedizin nicht heilen kann und nicht mal die Möglichkeit hat. Der Arzt ist nur ausgebildet in Chemie und darf nicht mal natürliche Methoden in den USA und weltweit benutzen, um seine Zulassung nicht zu gefährden. Es gibt natürlich in Deutschland Heilpraktiker und Ärzte für Naturheilkunde, die eine großartige Leistung vollbringen. Aber meine lieben Freunde, an Ihrer Stelle, wenn es sich nicht um einen Unfall handelt, Notfallsituation, würde ich nicht zum Arzt gehen und keinem Arzt vertrauen, wenn es nicht notwendig ist. National Geographic hat eine Studie gemacht mit 100 Jahre alten Personen, die alle kerngesund waren. Also nicht 100 Jahre alte Personen, die im Sterben lagen, sondern noch Fußball gespielt haben, noch Sex gehabt haben und so weiter.
Das Einzige, was diese Personen gemeinsam hatten, war, dass die niemals zum Arzt gegangen sind. Das bedeutet also, sie waren Vegetarier, Alkoholiker, Leute, die keinen Alkohol trinken, Fleischesser, nicht Fleischesser und. Und das Einzige, was sie gemeinsam hatten, war, dass sie niemals in ihrem Leben zum Arzt gegangen sind. Spiegelung, weil sehr, sehr häufig, hauptsächlich bei älteren Menschen, Löcher in den Darm gestoßen werden und dann die Bakterien in den Körper gehen und den Patienten umbringen. Deswegen sehen Sie sehr, sehr häufig Patienten, die komplett gesund sind, in einem reifen Alter, die auf einmal aus heiterem Himmel sterben. Und wenn Sie sich dann fragen oder erkundigen, was passiert ist, dann hatten die in der Regel vorher eine Kolonoskopie, also eine Darmspiegelung. Und dann ist natürlich der Darm durchgestoßen worden und die Personen haben die entsprechenden Probleme durch die Bakterien, die durch die Darmwände in den Körper gehen und dann dementsprechend den Menschen umbringen. Eine Mammographie zum Beispiel, 50 Pfund Druck auf den Bereich des weiblichen Körpers mit den meisten Drüsen, mit den meisten Lymphknoten, kombiniert mit Bestrahlung, radioaktiver Bestrahlung, ist eine der wesentlichen Ursachen für Brustkrebs. Selbst die Schulmedizin gibt zu, dass es eine 2%ige Erhöhung des Risikos für Brustkrebs durch jede Mammographie gibt. Meiner Ansicht nach ist das viel, viel höher. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass ein Lymphknoten, der wirklich richtig arbeitet, das, also die Lymphknoten im Prinzip verarbeiten unsere Gifte und wenn es zu viel ist, dann entzünden die sich. Und das kann dann innen drin aussehen wie ein Pickel zum Beispiel, der wirklich reif ist, ausgedrückt zu werden. Und wenn dann 50 Pfund Druck auf die weibliche Brust stattfinden, dann kann es den Lymphknoten zerstören und das ist dann Krebs. Oder dadurch entsteht Krebs oder kann Krebs entstehen. Auf der anderen Seite radioaktive Bestrahlung kann niemals gut sein. Jede Röntgenaufnahme wird ihr Krebsrisiko erhöhen. Es ist sogar davon auszugehen, dass wenn Sie CT-Scans haben, dass zwei CT-Scans garantiert zu Krebsentwicklung führen und Computertomografien vier von denen garantiert zu Krebs führen, zu Krebssymptomen. Sie müssen davon ausgehen, dass die Schulmedizin gar keine Wissenschaft ist, sondern eine Religion. Die haben keine Ahnung von dem, was sie eigentlich tun und machen in Bezug auf Heilung oder Prävention, weil sie auch keine Ausbildung dafür bekommen haben. Die gesamte medizinische Ausbildung basiert auf Rockefeller, Morgan und Andrew Carnegie. Also John D. Rockefeller, hauptsächlich Carnegie, haben durch ihre Foundations, durch ihre Stiftungen den gesamten medizinischen Ausbildungsapparat geschaffen. Anfang des 19. Jahrhunderts sind Morgan, Carnegie und Rockefeller zusammengekommen und haben gesagt, wir müssen einen Weg finden, ein Monopol zu entwickeln für das Verkaufen unserer Chemikalien, die wir entwickeln. Aussehen wie ein Pickel zum Beispiel, der wirklich reif ist, ausgedrückt zu werden. Und wenn dann 50 Pfund Druck auf die weibliche Brust stattfinden, dann kann es den Lymphknoten zerstören und das ist dann Krebs oder dadurch entsteht Krebs oder kann Krebs entstehen. Auf der anderen Seite radioaktive Bestrahlung kann niemals gut sein. Jede Röntgenaufnahme wird ihr Krebsrisiko erhöhen. Es ist sogar davon auszugehen, dass wenn Sie CT-Scans haben, dass zwei CT-Scans garantiert zu Krebsentwicklung führen und Computertomografien vier von denen garantiert zu Krebs führen, zu Krebssymptomen. Sie müssen davon ausgehen, dass die Schulmedizin gar keine Wissenschaft ist, sondern eine Religion. Die haben keine Ahnung von dem, was sie eigentlich tun und machen in Bezug auf Heilung oder Prävention, weil sie auch keine Ausbildung dafür bekommen haben. Die gesamte medizinische Ausbildung basiert auf Rockefeller, Morgan und Andrew Carnegie. Also John D. Rockefeller, hauptsächlich Carnegie, haben durch ihre Foundations, durch ihre Stiftungen den gesamten medizinischen Ausbildungsapparat geschaffen. Anfang des 19. Jahrhunderts sind Morgan, Carnegie und Rockefeller zusammengekommen und haben gesagt, wir müssen einen Weg finden, ein Monopol zu entwickeln für das Verkaufen unserer Chemikalien, die wir entwickeln. Und haben den Verkäufer geschaffen, im Englischen heißt es MD, Medical Doctor, im Deutschen heißt es Dr. Med, was nichts weiter bedeutet, als ein Verkäufer der pharmazeutischen Industrie zu sein.
Es begann also alles damit, dass Rockefeller und Carnegie alles, was sie patentieren konnten, chemisch erstellt haben und alles, was nicht patentierbar war, bekämpft und zerstört haben. Also alle natürlichen Kuren, Heilungen, Heilungselemente aus der Natur, die nicht patentierbar sind, somit denen keine Milliarden bringen konnten, wurden bekämpft und zerstört bis zum heutigen Tage. Zum Beispiel Heiler wie Hoxie, Harry Hoxie oder Gerson, Dr. Gerson und andere in diesem Bereich, Dr. Raul Reif, all diese Leute, die nachweislich Krebs geheilt haben oder Krebssymptome geheilt haben, sind von der AME, also der amerikanischen medizinischen Gesellschaft, zerstört worden, ruiniert worden, wissentlich, dass deren Techniken Krebs heilen oder Krebspatienten heilen konnten. Nun muss man sich fragen, wer hat die Ausbildung für den Arzt geschaffen? Ganz einfach. Rothschild, Rockefeller und Morgan. Die haben sich ein Team erstellen lassen oder eingestellt, das dann damit angefangen hat, das Curriculum, also den Lehrstoff für die medizinische Ausbildung zu kreieren. Interessanterweise, CC, Vitamin C intravenus, also in die Vene, beseitigt im Prinzip jeden Tumor in meiner Erfahrung in 21 bis 28 Tagen. Und jeder Krebs im Übrigen ist heilbar innerhalb von Tagen oder Wochen. Und es gibt auch Spontanheilungen, wie ich sie sehr oft beobachten konnte oder auch produziert habe oder zumindest eingeleitet habe. Lassen Sie sich also nicht weismachen, dass die Schulmedizin in irgendeiner Form heilen kann oder auch nur Interesse daran hat, sie zu heilen, weil dann haben die kein Geld mehr. Das ist deren Einkommensquelle. Und wenn es keine Krebspatienten gibt, dann gibt es die 300 Milliarden Dollar Krebsindustrie nicht mehr. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist etwas, wo Sie wirklich drüber nachdenken müssen. Welches Interesse hat denn Ihr Arzt, dass Sie gesund sind und gesund bleiben, sodass Sie nie wiederkommen? Ein Arzt hat in der Regel 300 Patienten. Wenn die alle gesund sind, ist er pleite. Dann die ganzen 10 Jahre in Ausbildung und das unglaubliche Geld, das die Ausbildung gekostet hat, die ganzen teuren Apparate und die Mitarbeiter in einer Arztpraxis, das muss doch alles bezahlt werden. Also glauben Sie nicht, dass Ihr Arzt Mittel und Wege hat, Sie zu heilen, weil er die gar nicht hat. Ausbildungstechnisch ist er gehirngewaschen worden von der pharmazeutischen Industrie, die natürlich dann mit hauptsächlich tollen Frauen in kurzen Röcken und hochhackigen Schuhen als Pharmareferenten auftreten und dann die Ärzte ausbilden. Wo bekommt der Arzt die Ausbildung her? Ja, von der pharmazeutischen Industrie. Von denen, die die Chemikalien, die patentierten Chemikalien verkaufen wollen, die im Prinzip durch den Arzt verkauft werden oder eben auch durch den Pharmareferenten dem Arzt aufgeschwatzt werden. Es gibt keine Chemikalie, die keine negativen Nebenwirkungen hat. Wenn Sie sich den Beipackzettel angucken für Chemotherapie, Blindheit, Tod, das steht da sogar drauf. Und wie kann es denn sein, dass Chemotherapie die Fingernägel rausfallen lässt, die Zähne verfaulen lässt, die Haare verschwinden, Leute blind werden, taub werden, neue Krebse, sekundäre Krebse bekommen durch Chemotherapie? Wie kann denn das gut sein in irgendeiner Form, wenn der Körper ohnehin schon vorgeschädigt ist? Wie kann denn das überhaupt heilen? Nach einer einzigen Chemotherapie können Sie kein Blutspender mehr sein oder Organspender mehr sein. Nach einer einzigen Chemotherapie. Nach zweien sind Sie garantiert zeugungsunfähig. Ist die Therapie eventuell schlimmer als die Krankheit? 27% aller Personen mit Krebs, in meiner persönlichen Erfahrung, die gar nichts machen, werden, dass man einen Menschen, der aufgrund von chronischem Energiemangel Krebs erzeugt hat, nun auch noch mit einer Narkose schädigt. Narkose bedeutet, sie quasi umzubringen und kurz bevor sie sterben, wieder zurückzuholen. Und sie befinden sich also in diesem konstanten Zustand zwischen Tod und Leben, das ist im Prinzip, was eine Narkose ist. Dann wird der Körper massiv geschädigt durch die Operation, aufgeschnitten, zerstückelt und in den ganzen Narben wachsen dann im Prinzip sekundäre Krebse oder Krebsgeschwüre, Krebstumore.
Und danach bekommen sie dann noch die ganzen Schmerzmittel und der Körper muss dann über die Operationsfolgen hinwegkommen, physisches Trauma und so weiter. Wie absurd das überhaupt alles ist. Dann muss man natürlich nächsten Tag gleich mit Chemotherapie, also mit Senfgas, im weitesten Sinne des Wortes behandelt werden, sodass man sicherstellt, dass der Krebs sich nicht ausbreiten kann. Dann, wenn er sich ausgebreitet hat, muss er natürlich mit radioaktiver Bestrahlung versorgt werden. Operationen bringen Menschen um durch Energiemangel und verbreiten in der Regel das Krebswachstum durch den ganzen Körper. Chemotherapie erzeugt Krebs, das ist nachgewiesen, steht auch auf dem Beipackzettel. Und Bestrahlung natürlich, radioaktive Bestrahlung erzeugt auch Krebs. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass die Ärzte nur darin trainiert wurden. Die Ärzte wissen es gar nicht besser. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob es gute oder schlechte Menschen sind, gute oder schlechte Ärzte. Also zum Beispiel ein Pilot im Flugzeug kann nichts dafür, wenn er entführt wird und mit Waffengewalt gezwungen wird, irgendwo anders hinzufliegen, als er eigentlich wollte. So ist das im Prinzip passiert mit der Schulmedizin. Das bedeutet, der Arzt hat eine bestimmte Ausbildung und wenn er sich nicht daran hält, weiß Rothschild, Rockefeller, Carnegie und so weiter, die ganzen Vertreter, BASF, Bayer Höchst, denen vorgeben, dann zieht man denen die Lizenz oder die Krankenkassenzulassung oder in Amerika, die kommen sogar ins Gefängnis. Es ist ein zugelassener medizinischer Arzt, ist dafür ins Gefängnis gekommen, dass er Krebspatienten mit Leertrill, Vitamin B17, also Aprikosenkern geheilt hat. Und er ist immer noch im Gefängnis, also Lizenz entzogen. Ein zugelassener Arzt, der Patienten geheilt hat mit natürlichen Methoden, ist dafür ins Gefängnis gekommen. Nicht das Benutzen von nicht autorisierten medizinischen, therapeutischen Maßnahmen ist dann die Grundursache. Dasselbe hat man mit mir auch gemacht. Heilen von Krebspatienten mit nicht zugelassenen Methoden. Dafür hat man mich konstant belästigt, belastet, beschuldigt, versucht einzusperren und. Gott sei Dank hat das nicht geklappt, weil keiner meiner Patienten jemals bereit war, gegen mich auszusagen. Und ich hatte über 6 Heilungsmöglichkeiten durch natürliche Heilungsmethoden. Da waren 22 riesige Schulen für Homöopathie und natürliche Heilungsmethoden in den USA. Anfang des 19. Jahrhunderts, 1927, gab es nur noch eine und die wurde dann auch zerstört. Was die Andrew Carnegie und die John D. Rockefeller Stiftungen gemacht haben, die haben hunderte von Millionen an Universitäten gegeben, die sich bereit erklärt haben, nur chemische Medizin, pharmazeutische Medizin zu lehren und alles andere zu bekämpfen und zu ignorieren. Das wurde dann ganz intensiv und ganz deutlich gemacht, sodass es keine Möglichkeit gab, meine sehr verehrten Damen und Herren, für natürliche Heilungsmethoden, die teilweise Tausende von Jahren alt waren, überhaupt angewendet werden zu dürfen. Weil Rockefeller und Carnegie haben durch die AMA, durch die amerikanische medizinische Association und durch die FDA, das ist also Food and Drug Administration, also das Gesundheitsministerium im Prinzip, dafür gesorgt, dass natürliche Heilungsmethoden nicht angewandt werden durften und dass patentierte Chemie das Einzige war, was man benutzen durfte. Natürlich können Sie sich vorstellen, dass etwas, das chemisch ist, das künstlich geschaffen wurde, ist gar nicht in der Lage, auch nur potenziell, in einem Körper natürlich heilen, enthalten zu können. Das geht gar nicht. Nun sehen wir immer wieder, dass alle möglichen Medikamente, die auf den Markt kommen, nach 10 Jahren große Klagen haben, Gerichtsprozesse und dann auf einmal heißt es dann, also wenn Sie das und das Medikament genommen haben, dann stehen jetzt mittlerweile große Summen bereit, um eben dafür zu sorgen, dass der Ausgleich geschaffen wird für den Schaden, den die Medikamente angerichtet haben. Wir müssen alle davon ausgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die ganze Schulmedizin oder Lehrmedizin oder anerkannte Medizin auf Betrug basiert. Der Betrug wurde kreiert von Carnegie und Rockefeller und dann später von Morris Fishbein, dem Vorstehenden oder Vorsitzenden, dem CEO, dem Präsidenten der amerikanischen medizinischen Gesellschaft, durchgedrückt wurde. Fishbein war der größte Kriminelle, der jemals existiert hat und der persönlich dafür gesorgt hat, dass
Harry Hoxie, sein Tonic, mit dem er Tausende von Patienten, Krebspatienten geheilt hat, SCRT von der Krankenschwester aus Kanada nicht benutzt werden durfte, obwohl sie Tausende von, Zehntausende von Patienten geheilt hat mit Tee. Oder Dr. Roy Reif mit der Reifmaschine, der in Sekunden Krebssymptome geheilt hat, auch Tumore zerstört hat und so weiter mit seiner Frequenztherapie. All durchdenken, dass man einen Menschen, der aufgrund von chronischem Energiemangel Krebs erzeugt hat, nun auch noch mit einer Narkose schädigt. Narkose bedeutet, sie quasi umzubringen und kurz bevor sie sterben, wieder zurückzuholen. Und sie befinden sich also in diesem konstanten Zustand zwischen Tod und Leben, das ist im Prinzip, was eine Narkose ist, dann wird der Körper massiv geschädigt durch die Operation, aufgeschnitten, zerstückelt und in den ganzen Narben wachsen dann im Prinzip sekundäre Krebse oder Krebsgeschwüre, Krebstumore. Und danach bekommen sie dann noch die ganzen Schmerzmittel und der Körper muss dann über die Operationsfolgen hinwegkommen, physisches Trauma und so weiter. Wie absurd das überhaupt alles ist. Dann muss man natürlich nächsten Tag gleich mit Chemotherapie, also mit Senfgas, im weitesten Sinne des Wortes behandelt werden, sodass man sicherstellt, dass der Krebs sich nicht ausbreiten kann. Dann, wenn er sich ausgebreitet hat, muss er natürlich mit radioaktiver Bestrahlung versorgt werden. Operationen bringen Menschen um durch Energiemangel und verbreiten in der Regel das Krebswachstum durch den ganzen Körper. Chemotherapie erzeugt Krebs, das ist nachgewiesen, steht auch auf dem Beipackzettel. Und Bestrahlung natürlich, radioaktive Bestrahlung erzeugt auch Krebs. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass die Ärzte nur darin trainiert wurden. Die Ärzte wissen es gar nicht besser. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob es gute oder schlechte Menschen sind, gute oder schlechte Ärzte. Also zum Beispiel ein Pilot im Flugzeug kann nichts dafür, wenn er entführt wird und mit Waffengewalt gezwungen wird, irgendwo anders hinzufliegen, als er eigentlich wollte. So ist das im Prinzip passiert mit der Schulmedizin. Das bedeutet, der Arzt hat eine bestimmte Ausbildung und wenn er sich nicht daran hält, weiß Rothschild, Rockefeller, Carnegie und so weiter, die ganzen Vertreter, BASF, Bayer Höchst, denen vorgeben, dann zieht man denen die Lizenz oder die Krankenkassenzulassung oder in Amerika, die kommen sogar ins Gefängnis. Es ist ein zugelassener medizinischer Arzt, ist dafür ins Gefängnis gekommen, dass er Krebspatienten mit Leertrill, Vitamin B17, also Aprikosenkern geheilt hat. Und er ist immer noch im Gefängnis, also Lizenz entzogen. Ein zugelassener Arzt, der Patienten geheilt hat mit natürlichen Methoden, ist dafür ins Gefängnis gekommen. Nicht das Benutzen von nicht autorisierten medizinischen, therapeutischen Maßnahmen ist dann die Grundursache. Dasselbe hat man mit mir auch gemacht. Heilen von Krebspatienten mit nicht zugelassenen Methoden. Dafür hat man mich konstant belästigt, belastet, beschuldigt, versucht einzusperren und. Gott sei Dank hat das nicht geklappt, weil keiner meiner Patienten jemals bereit war, gegen mich auszusagen. Und